Herzlich willkommen zurück zu Agent Mario 64. Ja, was ging da im letzten Part ab? Da haben wir den Groß-Klein-Kurs begonnen. Haben mit dem hier auch schon angefangen. Auch den Schneekurs gemacht und einen unheimlichen Raum entdeckt. Den wir lieber mal wieder jetzt vergessen. Und uns stattdessen um den nächsten Stern kümmern, sagen wir mal so. Aber ich muss noch schauen, welchen. Ah, ich erinnere mich. Ja, jetzt nehmen wir den, den ich schon die ganze Zeit im Kopf hatte. Nein, nicht den da drüben. Alter, aber ich hoffe, ich krieg wirklich 80 Sterne zusammen. Das macht mir langsam echt ein bisschen Angst. Alter, da donnert mir ernsthaft noch der Felsen gegen den Kopf, ey. Oh, Double Kill. Nice. Muss man auch mal hinbekommen hier. Oh, scheiße, es war zu kurz. Ah, nee, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hier rein. Genau, jetzt gibt es ja diese Mega-Rutschpartie, wo man sogar wieder zurücklenken kann und sich denken kann, nö, ich habe keinen Bock. Alter, ist das schnell. Holy shit. Mein Gott, Alter. Geschafft, Leute. So, jetzt schauen wir mal. Ich überlege gerade, was könnte ich noch machen? Stimmt. Da. Erinnert ihr euch, Freunde? Hier. Hier ging es ja nicht weiter, aber... Ernsthaft? Nicht mal die Raketen können da was machen. Ja, ich überlege gerade. Da haben wir alle. Ich glaube hier auch quasi. Moment mal. Hier habe ich noch nicht alle. Doch. Doch, andere Seite. Das haben wir, das haben wir. Das haben wir auch. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Und das haben wir nicht. Fangen wir mal damit an. Genau, der Secret vom Schneemann. Ich nehme an, hier müssen wir wieder alles einsammeln. Alright. Sehr schön. Hier ist das nächste. Passt.
Bam. Sehr schön, da ist unser nächster Stern. Ja, okay. Alter! Direkt mal was zur Begrüßung hier abfeuern, ist klar. Ich bin der König der Welt! Yay! Einen Moment, lass mich mal schauen, Freunde. Der Freak hier unten. Da vorne. Ja, mit dem Jetpack können wir da rüber. Da ist andere noch erledigen. Leute. Warum tut er mir das an? Wobei, wartet mal. Nehmen wir mal kurz diese Rutschbahn. Und wenn hier ernsthaft noch eine rote Münze ist, dann haben wir auf jeden Fall alle. Ja, ihr merkt schon, diesen Part oder vielleicht auch die nächsten möchte ich ein bisschen dafür nutzen, um ein paar Sterne zu holen, die noch quasi etwas verloren gegangen sind. Geht gerade nicht anders, sorry Leute. Passt. Das ist besser. Machen wir es einfach so. Das habe ich auf dem DS auch schon hin und wieder gebracht. Oder auch schon bei der alten Version. Oh mein Gott. Ich krieg den, keine Sorge. Alter.
Himmel! Jesus Christ! Oh, Mama Mia. Gut. Ich würde sagen, wir machen doch jetzt mal bei einem anderen Kurs weiter. Mal sehen, welchen können wir denn noch machen? Hier unten. Ja, hier. Da gab es auf jeden Fall noch was. Zwei Sterne, glaube ich, wenn wir gut sind. Ja, entschuldigt bitte, Freund. Ich möchte wirklich nur sicher gehen, dass ich da... What the hell? Wo kommt der denn jetzt her? Aber gut. Dann haben wir einen ungewollten, aber weiteren Stern. Okay, check, alles sauber. Hier gibt es keine Sterne mehr. Dann, 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 dann. Sehr schön. Den haben wir auch. Nein, 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 gib mir den mal. Ich möchte jetzt explizit 8 rote Münzen einstellen. Ja, mal eine etwas entspanntere Folge. Einfach hier mal ein paar Sterne holen, die wir noch verpatzt haben. Aber hier ist auch ein bisschen Strategie mit bei, also nicht schlecht. Das Ding ist allerdings auch, ein paar Sterne kann man hier nicht erhalten. Ihr habt es ja gesehen an manchen Stellen. So, ich hoffe, ich habe jetzt 8 rote Münzen eingestellt.
glaube, wir vergessen das mit den Münzen, Freunde. Suchen stattdessen wieder einen anderen Kurs auf. Oh, in die Wüste können wir, glaube ich, noch. Mal schauen, habe ich? Das da oben in der Pyramide habe ich. In der Pyramide habe ich. Das auch. Nee, wait, what? Oh, ich weiß. Einmal gibt es hier noch die 8 roten Münzen. Und es gibt noch... In der Pyramide haben wir auch solche Glitzerdinger noch gesehen. Ich nehme an, die beherbergen ebenfalls einen Stern. Wie gesagt, ich werde zusehen, dass ich so viele Sterne wie nur möglich beisammen bekomme. 1, 2, 3, 4. Okay, ich nehme an 4, 5, 6. Sieben. Und beim Wasser da hinten ist Nummer 8, richtig? Du kannst mir gerne einen Gefallen tun. Genau, und die Jetpack-Dinger aufmachen. Und jetzt wird's nervig, Freunde. Jetzt müssen... Ich werde mir die 8 roten Münzen da... Ja, von den 8 roten Münzen werde ich mir die da oben zuerst grabben. Holy shit, ey. Mhm. Okay, die da hole ich mir als nächstes. Die sollte eigentlich am einfachsten sein. Und das war sogar schon die letzte, liebe Freunde. Ich hoffe, das Jetpack reicht aus, um mich bis da hinten hinzubringen. Yes! Sehr schön. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal die Pyramide und suchen, sammeln mal diese ganzen Glitzerdinger da ein, von denen ich schon berichtet habe. Diese Funkelteile, weil mit Sicherheit bekommen wir dann ebenfalls noch einen Stern dadurch. Genau, diese ganzen Sachen da. Alter. Dafür müssen wir wahrscheinlich erstmal nach oben.
Denn ist der Finger oben, wird man dich loben. Hebst du die Hand? Ja, ich glaube, ihr wisst, wie der Satz weitergeht. Alright, Freunde, jetzt geht's los. Es war die erste. Die zweite. Dritte. Wait, what? Ja gut, dann nehmt halt so. So, den Kurs haben wir jetzt auch durch. Lass mich mal nachdenken. Ich glaube, das waren tatsächlich schon die meisten Sterne. Auch die, die wir verpatzt haben. Ich bete innerlich, dass ich die 80 Sterne zusammenbekomme. Und hoffentlich geht's hier dann ebenfalls gut voran. Ja, ich erinnere mich, im Original konnte man hier Wasser und alles noch machen. Und da konnte man auch rein und in eine Stadt kommen. There must be a secret around here. I guess it is in the past now. Which means it's behind me. Secret? Lol, ich konnte einfach mal das Schild missbrauchen. Ja. Aua. Ganz ehrlich, ich brauche den Bonbon-Kerl. Andererseits, das hier reicht auch aus.
Okay, da vorne ist das letzte Secret. Und wo soll der jetzt bitte hocken? Was zum Teufel? Sag mal, Mix Morris, geht's dir eigentlich noch gut? Wie soll ich denn da bitte schon ran? Wollt ihr mich veräppeln? Guckt euch das mal an, wie weit weg der ist. Ich hasse dich. Oh, Junge, wirklich. Spaß. Aber witzig ist das trotzdem nicht. Dann hat er das mit dem anderen Stern wahrscheinlich doch gemacht in diesem anderen Kurs. Oh, andererseits. Vielleicht nehme ich den Satz wieder zurück. Aber nur vielleicht. Wenn mich das Teil zum Stern bringen kann, dann ist es okay. Und jetzt bin ich mir mal wieder nicht sicher, ob ich das Game jetzt überhaupt noch durchbekomme. Gibt es überhaupt noch Sterne, die ich vergessen habe? Nicht wirklich. Das Einzige, was ich höchstens vielleicht noch machen könnte, ist im nächsten Gebiet zu schauen, ob es da noch irgendwelche Secret Stars gibt. Gehen wir mal in die Stadt, Freunde. Die Musik hat sich geändert. Ich überlege gerade, ist das der Legend of Zelda Musik? Einfach da durchgegangen. I think I gave away the last secret too easily. Well, I won this time. There's not a secret warp behind me. Ha! Try finding it now. Ich weiß gerade echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ja gut, wir gehen demnächst gleich wieder in die Stadt. Erstmal schnappe ich mir noch den Stern da oben.
habe ich wenigstens schon mal 66. Aber ich mache mir wirklich langsam Sorgen, Freunde. Und das war dieser Kerl. Yep. Okay, jetzt hat sich wirklich alles gegen mich verbündet. Aber nicht dieses Mal, Kollege. Tja, Freunde. Und wie das hier dann noch so weitergeht in Agent Mario 64, das sehen wir dann beim nächsten Mal.